Servus oder so, ich habe ein Lied gebraucht, was halbwegs passt. Ich hoffe, ich übersteuere nicht komplett. Da bin ich wieder mit der alten Kameraengel. Also wer sich wundert, das liegt daran, dass ich jetzt wieder die Webcam einfach angemacht habe. Schön, dass ihr am Start seid. Ja, es steht im Titel drin, wir spielen erstmal ein bisschen Spielerkarriere und dann vielleicht noch Football Manager. Muss ich aber mal schauen. Das hier ist die Spielerkarriere. Mit Weidi, wer sonst? Am 2. Januar sind gerade zu Paris FC gewechselt, per Laie von Jan Regensburg, obwohl wir beim Jan jetzt auch schon Startspieler waren. Aber wir hatten einfach Bock, also ich hatte vor allem Bock auf Paris FC und jetzt probieren wir es hier einfach mal aus. Dann spielen wir gegen Rode AF. Das ist nämlich unser erstes Spiel beim neuen Verein und wir steuern natürlich nur Weidinger. Schauen wir uns mal an das Ganze hier. Einer der besten Spieler der Liga wahrscheinlich, der muss jetzt hier alles halten. War schon draußen theoretisch, aber ich habe eigentlich niemanden getroffen. Oh nee. Oh, was eine Parade. Hau ihn weg. Oh, ich habe ihn. Oh, was war das für eine geisterkranke Parade. Überragend gefischt. Boli. Boli legt ihn rein und dann der Abschluss. 1-0 für Paris FC. Das allererste Tor. Ich versuche mal hier wieder auf die Flanke so ein bisschen zu gehen, aber wenn ihr nicht flanken, dann brauche ich das gar nicht. Ah, ja, 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 komm, Weidi. Jawohl, die dritte Parade jetzt schon. Oh, ich dachte schon, er schießt. Aber der schießt jetzt. Aber ich habe ihn schon wieder. Jawohl. Was ist denn los in dem Spiel gerade? Die Musik rastet gerade komplett aus. Habe ich. Komm, mach ihn. Das ist das 2-0. Ja, es ist 2-0. Sieht gut aus mit dem Sieg. Paris FC mit dem 2-0. Aber nur, weil ich alles halte hier. Ja, wenn er da draußen so ewig lang hin und her passt, dann wird das nichts mehr mit dem Tor. Was war das für ein Kopfball? Ein Kopfbällchen. Komm, jetzt noch ein Tor, schieß einfach. Schieß doch. 3-0. Was ist das für eine Abfertigung hier bitte von Rodes AF? Ich hoffe mal, dass man sie halbwegs so ausspricht. War auf alle Fälle ein geiles Spiel hier. Lief richtig gut. Ich habe ordentlich was zu halten bekommen. Wir sind einfach zu 0 geblieben. 10,0 Bewertung. Ich habe einfach alles gehalten. Beziehungsweise Weidi hat alles gehalten. Paris FC gegen Kain. Jetzt ist halt die Frage. Ich meine, wir wollen ja nicht jedes Spiel jetzt selbst zocken. Wir wollen ja nur ab und zu eins selbst spielen. Machen wir das jetzt so... Oh, das ist aber ein Pokalspiel. Dann muss ich das noch selber spielen. Und wir haben jetzt einen 70er im Team. Gakpa, war der schon von vornherein da? Oder hat das irgendwie verbessert? Ich dachte, wir hatten keinen 70er vorher gehabt. Aber vielleicht haben wir mich auch einfach nur verschaut. Das hier ist ein Pokalspiel und deswegen nehmen wir es mit. Paris FC gegen SM Kain. Und ja. Oh ne, jetzt muss ich den Ball halten. Komm, 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 komm. Boah, was eine Parade. Aber der Nachschuss ist halt leider drin. Da kannst du halt noch so gut arbeiten als Keeper. Da kannst du halt nichts tun, wenn dann so ein Nachschuss kommt, ey. Da habe ich noch so gut gehalten, aber dann ja, rollt er halt perfekt darüber. Aber das sieht gerade nach einer vielversprechenden Chance aus, wenn ich ihn einfach nur reinflanken würde. Und dann schießt er ihn rein, perfekt, die Laura mit dem 1:1. Da ich kurz wirklich rauskommen soll, vielleicht wäre es gar nicht so dumm gewesen. Komm, jawohl, Weidi. Wieder eine Glanztat. Oh nein. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen zu sehr spekuliert. Aber der am ersten Pfosten war halt auch so frei, wenn ich den nicht zugemacht hätte. Da der war halt so frei am ersten Pfosten. Und dann flankt den halt auf dem zweiten Pfosten. Ja, keine Ahnung. War 100k Punkte ein Sub? Oh, nee. 3-1. Aber auch der. Da werfe ich mir ganz wenig vor. Da muss ich, wenn dann, keine Ahnung, auf die kurze Ecke spekulieren und hoffen, dass er da hinschießt. Aber wenn er die lange schießt, dann ist die lange offen. Ganz schwierig. Ich bin vielleicht da ein bisschen zu... linkslastig auf ihn rausgelaufen. Da sind einige 35er dabei. Krass, dass ihr schon so viele Kanalpunkte habt. Ihr müsst echt jede Sekunde vom Stream anschauen. Oh, das sieht gefährlich aus. Komm. Hey, ich wollte die kurze Ecke nicht so aufmachen. Warum hat er denn die kurze Ecke so aufgemacht? Hey, nochmal so einen komischen Schritt zur Seite gemacht. Ich glaube, es lag daran, dass ich den rechten Stick in die Richtung bewegt habe. Aber das war's im Pokaltraum. Komm, noch ein Tor. Fürs Gefühl, noch ein Tor. Als ob. Clement hat zu stark. Für so Torwartspielen ist es schwer, auf alle Fälle ist es schwer. 6,0er Bewertung ist jetzt nicht komplett schlecht, aber auch nicht gut. Okay, so Show ist auf alle Fälle das Spiel, was wir selbst spielen. Das heißt, wir können hier jetzt mal ein bisschen durchsimulieren. Erstmal gegen Grenoble Foot. Das gibt ein 2:0. Sehr stark, wir bleiben ohne Gegentor. Nächster Gegner, der von vorhin. Wir können uns jetzt rechnen für das Ergebnis im Pokal und wir verlieren leider schon wieder. Gegen die Deppen. Komm mal wieder ein Sieg. Jawohl, Martin mit dem entscheidenden Tor.
Jetzt spielen wir gegen den ersten. Wenn wir ein gutes Spiel machen, dann ist da vielleicht was drin. 1-1. Bin ich zufrieden mit. 1-1 gegen den ersten kann man machen. Sochaux. Stimmt, das wollte ich ja selbst spielen. Rein da. Fast hätte ich es auch einfach wegsimuliert. Aber ich feiere das League Dö Layout schon irgendwie. Hat was. Hä, wie der zweite? Das ist halt ein anderer Club aus Paris. Hä, der war nicht im Abseits? Wie? Und wie stand der nicht im Abseits? Ah, das sah ich wieder nicht gut aus. Muss ich vielleicht einfach ein bisschen mehr mit automatisch mit Stellungsspiel arbeiten. Da bin ich wieder zu sehr nach rechts gelaufen. Boah, geht doch. Was macht er denn? Da konnte ich jetzt aber echt nichts dafür. Das ist einfach die Torhütersteuerung. Warum geht er denn nicht zum Ball hin? Die Torhütersteuerung ist so lost. Gut gespielt. Der Pass ins Zentrum, der Abschluss, jawohl. Vor der Pause noch der Anschlusstreffer, ganz, ganz wichtig. Komm, Konter, 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 Konter. Den kriegt er, den kriegt er, den kriegt er. Wie langsam ist denn der bitte? Okay, nice Flanke. Laura. Ja, aus dem Winkel schwierig. Pep Guardiola bei Bayern wäre natürlich nice, aber der ist bei City. Also außer vielleicht, die werden Meister diese Saison, was sie wahrscheinlich werden, und gewinnen die Champions League. Dann vielleicht, ich weiß nicht, wie Guardiola dann so drauf ist, den muss er machen, den macht er Gakpa. Und ich glaube, es war kein Abseits, oder? Es war kein Abseits, 2-2. Da geht noch was. Oh, wichtig. Der letzte Ball im Spiel wird gefangen von Alex Weidinger, 2-2, immerhin. Nach einem 2-0 Rückstand mit einem 2-2 muss man zufrieden sein. Clermont ist der nächste Gegner. Ich weiß gar nicht, wer war denn dann der letzte bei der Abstimmung? 1-0 gegen Clermont. Läuft, Jungs. Glaubt ihr, wir erreichen die 80 noch in dieser Saison? Nicht, oder? Aber so über eine 75 könnte schon noch gehen. Nee, das können wir direkt mal schnell simulieren. Und 2-1 verlieren, sehr stark. So wird das nichts mit dem Aufstieg. Warte, wie ist denn das System hier? Da gibt's da Playoffs? Wie funktioniert denn das in Frankreich? Also sieht es aus, als würde der erste und der zweite Safe aufsteigen. Was ist da mit dritten, vierten und fünften? Was machen die? Und dann spielen wir gegen Dunkerque. Und gewinnen bitte mal wieder. 2-1, jawohl, Laura und Martin schlagen zu. Erster Safe. Erster, zweiter, dritter, vierter steigen Safe auf. Alle vier. Erster, weiter, Rest Playoffs. Also irgendwie weiß es keiner so richtig. Ligue 2 Aufstiegssystem. Erstmals nach der Saison 2016 oder 17 gibt es wieder nur zwei direkte Aufstiegsplätze. Während die dritte, vierte, fünfte Platzierten zunächst unter sich das Team ausspielen, das anschließend gegen den drittletzten der ersten Liga zwei Barrages bestreiten darf. Für den Ab- und Aufsteiger zwischen zweiter und dritter Liga hingegen. Aha! Also es ist dann irgendwie so, die ersten zwei steigen safe auf. Dritter, vierter und fünfter spielen alle jeweils einmal gegeneinander, denke ich. Wer davon am besten ist, darf dann gegen den vorvorletzten aus der ersten Liga um den dritten Aufstiegsplatz spielen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber naja. Wir gewinnen einfach gegen Chambly, dann passt alles. 2-0. Es ist quasi wie in Deutschland mit der Relegation, bloß dass der dritte bis zum fünften gegeneinander noch vorher entscheiden, wer die Relegation spielen darf. Yannick Gomis ist der Top-Torjäger in der Ligue 2 aktuell und gegen den müssen wir jetzt ordentlich parieren. Das ist eine fette Aufgabe hier in diesem Auswärtsspiel noch dazu. Ich weiß gar nicht mehr, was genau die Meter. Ich glaube, hohe Steilpässe waren die Meter bei FIFA 13, kann es sein? Jetzt muss ich erstmal den Ball hier halten. Oh, ich dachte, ich habe ihn. Aber diese 1 gegen 1 Situationen sind dann auch einfach schwierig. Das war nicht so feierbar. Oh, jetzt kommen die schon wieder. Aber aus dem Winkel halte ich den vielleicht. Ey, mach doch nicht immer die Ecke auf. Ich muss ja in irgendeine Richtung den rechten Stick drücken. Vielleicht muss ich mir angewöhnen, den rechten Stick mehr nach vorne zu drücken. Vielleicht ist das die Lösung. Wie in Real Life halt auch. Das heißt, ich versuche den einfach nach vorne zu drücken. Und hoffe, dass das was hilft. So, jetzt direkt mal. Da geht er trotzdem rein. Ich drücke ihn nach vorne, der Ball geht trotzdem rein. Heißt es, es kommt nur darauf an, in welche Richtung ich spekuliere. Also es ist gerade immer noch so herauszufinden.
wie das alles funktioniert. Boah, schwierig. Steht einfach schon 3-0. Ist das ein Tap? Warte, hatten die einen Tap? Ist der ein Tap, der mal bei Wolfsburg war? Der mal in FIFA richtig geil war? Jawohl, ich hab einen. Aber da konnte ich halt jetzt auch drauf reagieren, so. Da habe ich quasi gesehen, okay, der schießt in die Richtung, dann springe ich in die Richtung. Aber bei einer kurzen Distanz kann ich das nicht machen. Komm. Jawohl, den hat er. Und das, obwohl ich jetzt sogar auf die lange Ecke spekuliert habe. Ich habe mir wieder gedacht, der schießt auf die lange Ecke. Dann hat er einfach genau auf mich geschossen. Ja, den muss man dann halt auch halten. Versuch Tor mit Weidinger. Soll ich? Kann es ja mal probieren, weil es eigentlich eh jetzt schon egal ist in dem Spiel. Werden wir nicht mehr gewinnen. Okay, da bin ich. Mal abspielen. Vor allem wackelt die Kamera halt so krass hier. Ja, natürlich verliert er ihn. Lauf, Weidi. Ich sehe zwar nicht, wo der Ball ist, aber egal, da ist er. Das ist die ganz neue Interpretation von Torwart Libero. Okay, jetzt laufe ich, glaube ich, doch mal ins Tor zurück. Ich habe auch gar keine Fitness mehr. Ja, und dann ist Schluss. Hat nichts gebracht. Ein Pass in der gegnerischen Hälfte aber gespielt und dann 3-0 verloren. 1-0 gewonnen, endlich mal wieder ein Sieg. Aber zumindest die Playoffs würde ich schon wahnsinnig gerne erreichen. Aber sind auch aktuell Vierter, also könnte was werden mit den Playoffs. Aber Okshay hat er noch nicht gespielt. Wird eng. Wir gehen einfach rein. Und halten ein paar Bälle. Machado, vielleicht flankt Machado. Machado flankt, den habe ich. Jawohl. Und so machen wir jetzt das ganze Spiel weiter. Ja, ich sehe gerade keinen Regenbogen, aber vielleicht kommt es noch. Das könnte es 1-0 sein, bitte mach ihn. Nein. Mann, Laura, das wäre so wichtig gewesen. Vor allem, das Problem ist, dass der zeigt ja so Tasten, wo man hinpassen lassen kann. Aber wenn ich die Taste drücke, verändert die sich in dem Moment immer schon. Dieses Mal ist er drin, jawohl. Richtig. Oh, nee. Komm. Ah, oh, dann chippt er über mich drüber. Ja, das hat er überragend gemacht. Da kann ich dann auch wenig tun. Wenn Spearings den so über mich drüber hebt. Schick den doch. Komm bitte. Jawohl, Gakpa. Wir sind wieder da. Erneute Führung. Oh, und es steht 2-2. Die kommen wieder einmal nach vorne und der ist drin. Aber auch da, was soll ich denn machen? Da kann ich wenig machen. Das ist ein Traumpass und dann köpft er da vom Fünfereck in die lange Ecke. Kann ich echt nichts tun dagegen. Komm. Jawohl, wichtig, wichtig, wichtig. Steh auf, steh auf. Und jetzt lupft er ihn auf der Linie. Hä? Was ist jetzt passiert? Ich hab's gerade gar nicht gecheckt. Hä? Ach, der ist gegen die Latte. Lull. Puh. Das ist die letzte Chance. Ich gehe mit nach vorne. Ich versuch's zumindest. Wartet, wartet, Jungs. Wartet, Jungs. Jetzt, ich bin da. Spiel mich an. Spiel mich nicht an. Schießen rein. Ah. Spiel mich an. Spiel mich an. Weidinger. Nochmal raus. Nochmal zu mir. Ah, da wäre alles offen. Nein. Mann, Schiri. Gut, er hat auch ein bisschen zu lange spielen lassen. Aber wenn er ihn jetzt noch einmal reingelegt hätte. Ah, da war so viel Platz. Ey, geiles Bild. Da hat der Fotograf einfach feinste Arbeit geleistet, muss man ganz ehrlich sagen. Der Duisburg, ja. 0-0. Okay, passt. Amiens war auch noch mit dabei in der Abstimmung. Also wird auch schnell simuliert. 2-2. Boah, das wird so eng. Aktuell sind wir nur noch Siebter. Boah, wir müssen unbedingt gewinnen, Jungs. Chatterau oder keine Ahnung. 3-0, ganz, ganz wichtig. Boli mit 2 Buden. Wir bleiben mal ohne Gegentor. Stehe in der Startformation. Und es war irgendwie klar, Le Havre war auch noch mit dabei. Komm jetzt. Sieg wäre so wichtig. 2-1, Laura und Name oder Name oder keine Ahnung. Aber das heißt, komm, zeig die Tabelle. Wir sind wieder Fünfter. Fünfter würde reichen. Ob Fünfter oder Dritter ist egal. Hauptsache, wir sind mit dabei. Gegen Okshay wird selbst gespielt, gegen Pau schnell simuliert. Und Okshay kann uns mit dem Sieg sogar überholen. Also wir dürfen auf gar keinen Fall verlieren. Eieiei. Welchen Verein magst du aus der Premier League? Am meisten wahrscheinlich Liverpool, aber jetzt muss ich hier unbedingt den Ball halten.
Bitte, Weidi, jawohl, was eine Parade, ganz, ganz wichtig. Und so geht es jetzt weiter in dem Spiel. Aber dafür habe ich gerade keine Zeit, Jungs. Ihr könnt gerne 763 reinschreiben. Ich muss Bälle halten, Bälle halten. Aber der war unhaltbar. Ich bin in die richtige Ecke gesprungen. Aber wie ist der da auch durchgegangen durch die Abwehr? Ja, Halbzeit ist 0-1 Rückstand. Beziehungsweise 1-0 Rückstand. Ich muss hier einen Hochgeräter nach dem anderen parieren. Jetzt wieder. Ich halte alles, was kommt. Aber wenn ihr halt vorne nichts bringt, dann hilft es halt nichts. Ich gehe jetzt mit nach vorne, juckt mich nicht. Da bin ich wieder abseits. Ja. Lauf, Weidi! 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 1-1! Selbst ist der Mann! Weidiger mit dem Ausgleich! Da ist die Lücke und dann nutzt er sein Tempo, zieht durch und schießt in die lange Ecke. Rein da, Weidinger. Oh, der ist frei. Kommt er da hin? Der kommt hin. Der schießt und es ist 2-1. Und es zählt. Jawohl. Wir gewinnen das noch. Jetzt muss ich auch nicht mehr mit nach vorne gehen. Jetzt den da anspielen, aber vorher pfeift der Schiri ab. Ganz, ganz wichtiger Sieg. Und wer hat den Ausgleich geschossen, Jungs? Es war Alex Weidinger himself mit dem Ausgleich. Letztes Saisonspiel. Wir sind aktuell Fünfter. Ein Unentschieden reicht uns, um dabei zu sein bei den Playoffs. Aber es muss halt auch mindestens ein Unentschieden sein. Hanin ist zurück. Das ist natürlich sehr toll. Komm jetzt, Jungs. Mindestens ein Unentschieden. Zu Hause gegen den Tabellenletzten gewinnen wir mit 1-0 dank Martin. Und damit sind wir dabei in den Playoffs. Und haben theoretisch noch eine Chance auf den Aufstieg in die Liga A. Jetzt wissen wir gleich, wie die Playoffs funktionieren. Ja, zumindest wie sie in FIFA funktionieren. Muss ich selbst spielen so. Weil ich glaube, es könnte sein, dass es in FIFA jetzt so funktioniert, dass es einfach vorbei ist, wenn wir jetzt verlieren. Dass wir weiterkommen, wenn wir gewinnen. Und er geht einfach mit nach vorne, wenn es sein muss. Der macht die Dinger selbst. Weidi ist da. Zurück ins Tor. Nein, der geht vorbei. Jawohl. Ganz wichtig, dass der da vorbeischießt. Wette? Gibt doch eine. Da ist das Gegentor. Aber da kann ich nichts machen. Was soll ich da tun? Der schießt den so gut in die Ecke. Der könnte auch schießen. Der könnte auch schießen. Der könnte schießen. Der schießt. Der schießt auch. Weidinger ist da. Starke Parade, Junge. Wir halten Paris FC hier im Spiel. Jetzt fahren wir einfach die Ecke runter. Komm, fang ihn. Hä? Warum geht er da nicht hin? Mann, sonst fängt er jede Ecke runter. Und dann im wichtigen Spiel geht er einfach nicht hin. Das sieht schon wieder sehr gefährlich aus. Boah, der lupft den an den Innenpfosten und rein. Ja, was willst du denn da tun? Vielleicht hätte ich jetzt nicht rauskommen sollen, keine Ahnung. 3-0. Ja, 3-0 zur Pause. Ich glaube, Weidinger muss den Angriffsmodus einschalten, aber ob das halt reicht, ob ich jetzt 3 Tore schießen kann? Lauf, das ist die Lücke. Komm, eine Vorlage. Mach ihn. Er macht ihn, jawohl. Vorlage, Weidi. Aber jetzt haben wir halt noch 18 Minuten für 2 Tore. Das wird halt schwierig. Ihn anspielen, wenn der da außen durchlegt und er ihn dann rein. Nein, der muss drin sein. Mann, wenn der drin ist. Jetzt auf mich. Oh, nee. Doch, der geht. Weidi! Weidi! Hol den Ball, hol den Ball. Hol den Ball. Er nimmt ihn nicht, er nimmt ihn nicht. Egal. Wir haben Tor geschossen. 2-3 nur noch. Halt ihn. Ich brauche eine gute Anspielstation. Ich will den Ball nicht erschenken, weil es der letzte Angriff ist. Ja, hier. Wir spielen. Spiel außen durch. Pass. Nein, er schießt. Nein, pass doch. Ich habe aus Versehen schießen gedrückt. Pass. Jawohl, steh auf, steh auf, steh auf. Nochmal Weidi. Jetzt. Ah, nein. Aha. Verkackt, ey. Ah. Mann. Ja, wir sind wieder zurück beim SSV Jahn in der. Ich muss nochmal überprüfen hier. In der zweiten Bundesliga. Okay. Okay, nice. Und ich würde sagen, dann machen wir dann das nächste Mal weiter bei der Spielerkarriere. Für heute war es das vom Stream. Ich habe ja schon gesagt, Kader hatte nicht ganz so lange, weil ich noch ein Video fertig schneiden muss, damit es morgen kommt. Bis dahin, euer Bönnicher. Und wenn ich ein YouTube-Video draus mache übrigens, dann lasst doch einen Daumen da und abonniert den Zweikanal.